late. Only the fools are too late. That hopeless rat race. Digital egos are on the rise. Will you ever realize that progress overtook you long ago? Für mich ist es immer wichtig, genau wie im Tonstudio, da hatten wir sehr viel Spaß, glaube ich, alle hier. Und für mich ist es wichtig, dass wir das auch auf der Bühne weiterhin haben. Und für mich ist es auch wichtig, dass ich nicht nur als Frontsängerin gelte, sondern dass wir als Team irgendwie zusammenspielen und dass das auch. Stretch will free your mind, breaking the chains of slavery. Lift the curtain, look behind the scenes. Ja, ich einmal so durch. Dass das ganze Album noch richtig handgemacht ist, nicht zu viele Effekte, damit das nicht zu aufgeblasen wirkt, sondern noch schön erdig, ehrlich. Noch ein Wort mit E fällt mir nicht ein, aber es gibt bestimmt eins. Ehrwürdig, das ist gut. Ehrwürdig, dann sagt es gern. Natürlich! Also, immer doch. Nicht? Du bist doch Bassist. Ich lege immer Bassseiten aus, unter die Windschutzscheibe. Aber du hast gerade richtig schön rote Augen wegen des Lichts hier. Ist ein bisschen ja, devil-like. Ich meine jetzt vor allem, wenn es um Note. Da oben können wir auch immer noch live das volle Programm auffahren, ohne dass wir auf Sampler oder Backing Track zurückgreifen müssen. Ja, zum Bassspielen bin ich gekommen, weil ich mit 18 Jahren gedacht habe, hey, Bass ist ein cooles Instrument, hab angefangen zu spielen, das war's. Wollt ihr Hermann kennenlernen? Schreibt uns einfach, wir leiten das gerne weiter. Ich hab's irgendwann mal aus Jux ein paar Sätze ins Mikrofon gegrault. Und irgendwann, wir hatten Justin Still gespielt und auf einmal hat mir unser Hauptsongwriter ein Mikrofon vorgesetzt und gesagt, mach mal, und dann saß ich mit dem Scheiß dabei. Jo, hallo Leute. Ich hab nicht mal den zweimal, aber jetzt, ja, jetzt. Okay, nochmal. Ja. Jo, hallo Leute, wir sind jetzt hier mal nicht im Studio, weil die Marina kann mit ihrem Keyboard nämlich die ganzen Sachen auch im Wohnzimmer aufnehmen.
modernste Technik, sage ich euch. Hört euch das mal an. Damals waren wir 5 Leute, hatten noch keine Geige, keinen Dudelsack, keine Flöten. War auch mega cool, die EP aufnehmen war auch mega witzig. Und jetzt die neuen Songs mit natürlich mit Geige, Dudelsack, mit den Flöten, mit Percussion, mit den neuen Musikern auch, sind wir natürlich alle noch viel mehr zusammengewachsen. Und ja, alle trinken Wasser, bis auf die, die... Bis auf die, die Bier trinken. Das ist schon okay. Ich hatte gedacht, zum Abschluss... Also ich glaube, das Schwierigste bei der Produktion war, denke ich, hauptsächlich wirklich ich selbst und die ganzen Ansprüche, die ich habe. Meine Kreativität für Songwriting, tja, woher kommt die so genau? Also hauptsächlich halt natürlich dadurch, dass ich darüber schreibe, was mir widerfährt, viel, was ich erlebe, halt im Alltag, die ganzen Eindrücke, worüber ich nachdenke. Es sind ja auch viele philosophische Songs dabei, nicht nur. Manche sind natürlich auch einfach nur einfach dicke Eier-Songs, muss man natürlich auch sagen. Andere haben natürlich einen sehr seriösen Hintergrund. Ich versuche auch viel halt in der Vergangenheit zu graben, weil natürlich auch viele Songs halt das Thema Zeit besingen, besprechen, wie auch immer. Und gerade jetzt auch durch den Dudelsack habe ich natürlich auch viele Möglichkeiten, auch wirklich neue Welten halt wirklich zu erschaffen, die natürlich sich an Schottische dann erinnern und so weiter. Also jetzt auch das Konzept, was natürlich in dem Album schon angefangen wird, das hört man, denke ich, auch ganz gut raus. Und ansonsten kann ich, glaube ich, so genau gar nicht sagen, woher wirklich Kreativität kommt, weil ich glaube, das sind am Ende sind es wahrscheinlich doch die Musen, die einen küssen und nicht man selbst. Schönes Album gemacht, es ist sehr, sehr ehrlich. Wir haben versucht, nicht so viel larger than live zu sein, sondern wirklich zu versuchen, das, was wir halt im Tonstudio spielen, auch wirklich live auch genauso wirklich auf die Bühne bringen zu können. Natürlich haben wir hin und wieder was geschmückt, aber wir haben halt im Großen und Ganzen halt die Produktion nicht aufgeblasen mit zig zusätzlichen Instrumenten und so weiter, wie das ja häufig heutzutage gang und gäbe ist. Wir haben wirklich versucht, wieder handgemachte, wirklich ehrliche Musik zu machen. Ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen und da bin ich auch sehr stolz auf alle, die an der Produktion mit beteiligt waren, nämlich namentlich die Band. Weil wir halt die Sachen, die wir spielen, auch wirklich live spielen wollen können, ohne Playback, ohne Playalong, ohne Backing Track. Kannst du mal... Es ist wie in eine andere Welt abschalten, wenn man Musik hört einfach. Also gerade diese Musik, dieses Mystische oder diese verschiedenen Varianten. Ich habe immer Bilder im Kopf von Filmen zum Beispiel. Ja.
Traveler, der, wenn der angeht, wenn man das hört, schweift man so in eine andere Welt ab. Das, man schaltet einfach das Hier und Jetzt aus. Verleitet zum Nachdenken. Seit ich 7 bin, seit mittlerweile fast 20 Jahren in einem Spielmannzug, auch in Coesfeld. Und ja, früher oder später kamen wir einfach mal in Kontakt mit einer anderen Pipeband aus der Umgebung. Und wie es dann so ist, man kam ins Gespräch, man ist mal mit zur Probe gegangen, hat das erste Instrument in die Hand gedrückt bekommen und ist dann einfach dabei geblieben. Und jetzt mit den Silent Revenants hat man die Möglichkeit, dieses Musikalische ein bisschen auszubauen und damit in eine andere Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und eröffnet einem einfach super viele Möglichkeiten. Ja, ich schreib mal gleich auf. Unterm Schottenrock. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, echt jeder wissen will. Und ich glaube, ich werde es auch nie jemandem erzählen. Weil das ist einfach echt so ein Ding, das nimmt man, glaube ich, mit ins Grab. Man kann es sowieso nicht erfassen. Also, wir haben jetzt erstmal eine... Man kann es sowieso nicht erfassen. Make me come closer now to my unique fairgrounds ride. Let us sheet some cosmic glass. I swear you won't regret this night. There's nothing Entwicklung, stetiges Weiterkommen und ich finde mit den Silent Revenants und dem Album, was zurzeit produziert wurde oder jetzt langsam abgeschlossen wird, haben die eine Entwicklung hinter sich, die ich schon phänomenal finde und wo ich sehr stolz auf die ganze Band bin und was letztendlich erstmal der Anfang dessen ist, dass die Geschichte da eigentlich noch erzählt werden soll. Dancing together in the midsummer night, like the fairies do when the moon shines bright. Raise your pint and sing with me. This is the life how it used to be. Dancing together in the midsummer night, like the fairies do when the moon shines bright. Raise your pint and sing with me. Also bei meinem Gesang war mir wichtig, dass ich möglichst authentisch wirke, so wie auch
ja, die ganzen Leute mich auf der Bühne gesehen haben und dass ich nicht fremd klinge und nicht so metallisch oder künstlich oder irgendwie, ja, so wie die Leute mich halt nicht kennen und den Sound verfremden würden. Und ja, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen auf diesem Album, denke ich. Falling, do you hear them calling? They are in agony. It's in your hands, how this will and turned up for humanity. Feel like a stranger in the here and now. Then close eyes, you live on every memory. And listen to einmal richtig vielen Dank an all die Leute, die dieses Album wirklich erst möglich gemacht haben, namentlich natürlich die Crowdfunder und natürlich an die ganzen Fans, die uns wirklich auf dem bisherigen Weg begleitet haben. Dafür ein riesengroßes Dankeschön! Und natürlich versprechen wir euch, dass dieses Album natürlich noch nicht das letzte gewesen ist und noch viele weitere Folgen und natürlich noch viele weitere richtig fette Konzerte von uns, den Silent Resonance! See you on stage, bitches. Woo. Hunting you.